Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladon. Es schallt heute hier ein bisschen. Es hallt. Ein bisschen, es schallt nicht, es hallt. Aber ja, damit müsst ihr heute leben. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist in Ordnung zu einem Adventskalender-Türchen mit dem Zwergenfürst. Ich habe hier eine Papiertafel vor mir. Das sind so kleine Papiergroße. Ja, was heißt klein? Das sind so große Papier-Anullblätter, auf denen man wunderschön mit Eddings schreiben kann. Und ihr seht schon, ich werde heute ein Enjoy My Future für euch machen. Ja! Erklärt sich, glaube ich, schon ziemlich von selbst. Ich werde heute meine Zukunft malen, wie ich sie mir vorstelle und euch ein bisschen davon erzählen mit meinem Draw, My Future. Zukunft, ja, was ist die Zukunft? Ist die erste Frage, die man sich hier stellen kann. Ja, deshalb ein großes Fragezeichen hier mal in die Mitte. Die Zukunft ist ein Punkt, der noch nicht feststeht, den ich euch heute also nur beschreiben kann, wie ich ihn mir vorstelle. Eine genaue Beschreibung kann ich euch noch nicht sagen, weil es noch nicht geschehen ist. Meiner Zukunft, ja, das soll eine fliegende Untertasse darstellen. Meine Zukunft sehe ich als, ja, etwas Offenes, was ich gerne auf mich zukommen lasse. Deshalb eine fliegende Untertasse. Wer weiß, was kommt. Es kann sein, dass einiges passiert in wenigen Jahren. Es kann aber auch sein, dass alles so bleibt, wie es ist. Es kann aber auch sein, dass alles abstürzt und im Berg abgeht und völlig down geht und zusammenbricht. Das weiß ich nicht. Politisch gesehen, wirtschaftlich gesehen, sozial gesehen, auf mich bezogen, auf die ganze Gesellschaft bezogen. Man weiß es nicht. Was aber ganz sicher ist, ja, das ist jetzt ein bisschen ver... Naja, ihr wisst, was ich meine, das ist jetzt nicht die richtige Form dafür, aber was ganz sicher ist, dass ich mit YouTube weitermachen werde, das hier auch ein wichtiger Punkt in meiner Zukunft. Wie groß das YouTube wird, ist die Frage der Zukunft, ob das ein ganz großes YouTube wird oder ob das nur ein ganz kleines YouTube wird, bleibt offen. Hier auch wieder ein großes Fragezeichen zu setzen, wenn man es erkennt. Ein großes Fragezeichen auch hier. Man weiß es nicht. Ich sehe meine Zukunft auch als, ja, sehr grün und wachsend an. Ich bin sehr optimistisch, was das angeht, und ja, ein grüner Zweig als Symbol dafür, vielleicht auch verbunden mit dem Symbol von YouTube. Ich hoffe, das wächst immer weiter und bin positiv und optimistisch darauf gestimmt, dass es in Zukunft auch noch weitergehen wird und dass das Ganze wächst. Hoffe ich mir dann natürlich, ja, sind ja alles nur Hoffnungen, man kann es nicht wissen. Ja, das Männchen ist so ein bisschen schräg, das hat sich ein bisschen betrunken, das ist ein bisschen blau. Nee, ich habe es jetzt in schwarz gemalt, also das ist nicht blau. Aber ja, blau bin ich natürlich nicht. Alkohol und jegliche anderen Drogen, den habe ich schon seit Ewigkeit in den Kampf erklärt.
Und das ist eine andere Geschichte. Neben YouTube erhoffe ich mir dann ja, auch dementsprechend ein Privatleben, ein Herzfeind. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine, da muss ich nicht viel mehr erklären. Ja, ist ein Wunsch, den man doch wohl noch haben darf. Und ja, das ist in meiner Zukunft auch unter Umständen auch noch mit geplant. Ich sage nicht, dass das Ziel sein etwas Schlechtes ist und abgeschafft werden muss, aber ja, wer wünscht es sich nicht ein gesichertes Leben mit Familie, Mann, Frau, Kind, Haus und Hof, eine sichere Zukunft. Das gilt, auch das muss da sein, wenn ein sicheres Leben garantiert sein soll. Die finanzielle Sicherheit sollte natürlich auch da sein. Wenn es möglich ist, darf auch bitte dadurch, ja, durch YouTube, ihr versteht, was ich meine, die finanzielle Sicherheit. Und das passt auch gerade sehr gut, sehe ich hier gerade auch das Herzchen und die Person hier links von meiner Person. Ja, das soll ich darstellen. Dann soll ich hier noch einen Bart anmalen und hier noch eine Krone auf. Ist der Zwergenfürst. So, ja, jetzt sieht man es auch. Natürlich der Idealfall, meine Idealvorstellung, wenn die Person, die dann in meinem Leben ist, auch mit meiner hobbymäßigen Beschäftigung einverstanden ist und sich damit auch identifizieren kann, muss nicht unbedingt genau dasselbe Hobby haben, aber muss zumindest damit leben können, dass YouTube hier ein großes Hobby von mir ist und ja, auch ein Wunsch von mir. Wünsche sind da, um zu sein, eine gesicherte Arbeitsstelle. Und hier so ein Aktenkoffer hier mal sehr gut dargestellt. Ich weiß nicht, wie man das mal so ein, ihr wisst, was ich meine, so eine Tragetasche, das Symbol hat für Arbeit irgendwie so ein bisschen. Auch hier so ein bisschen mit Geld auch vielleicht ein bisschen verknüpft. Vielleicht auch, ja, das ist ein Wunschtraum, ein Wunschdenken. Arbeit als YouTube, das wäre natürlich auch eine Sache, die wunderschön in mein zukünftiges Leben passen würde. Ja, ansonsten Zufriedenheit, Glück und ja, einfach ein schönes und gesundes und glückliches Leben ist so eigentlich das Grundbedürfnis, das ich für meine Zukunft sehe und das Erste, was da sein muss. Und wenn das da ist, dann ist eigentlich schon alles in Ordnung, dann kann das andere noch dazukommen. So viel zu meinem Draw My Future für das heutige Video. Meine Zukunft natürlich hoffentlich auch weiterhin mit euch, in meinen Videos und in den Kommentaren und auf YouTube, auf meinem Kanal, auf Zwergenfürst LP. Gebt diesem Video ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Lasst doch ein Abo da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt, ja, ansonsten aktiviert das kleine Glöckchen auf meinem Kanal, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video auf meinem Kanal online ist. Ja, und dann geht's morgen weiter mit meinem YouTube Adventskalender, mit dem nächsten Türchen, mit einem neuen Überraschungsvideo vom Zwergenfürst. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei und bis dahin, gehabt euch wohl, haut rein. Ciao, ciao.